Ja, immer weiter runter ging es zuletzt mit den Zinsen. Der Anleihemarkt eilt von Rekord zu Rekord, was den Bund-Future angeht. Christian Kücker, was ist da eigentlich los im Moment am Anleihemarkt? Tja, das fragen sich viele Marktteilnehmer. Zu guter Letzt ist das auch gut nachvollziehbar, wenn man mal einen Blick auf die Kursentwicklung setzt. Seit Jahresanfang kennt der Bund-Future kein Halten mehr. Also die Notierung hier für diese fiktive Bundesanleihe, die schnellen in ungekannte Höhen. Mittlerweile wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Letzte Woche ein letztes Allzeithoch. Also es gibt quasi keinen Stopp mehr. Was passiert letztendlich? Die Anleger suchen Sicherheit. Nach den Turbulenzen am Aktienmarkt in den letzten Wochen sind viele wieder eher in die Anleihen geflüchtet, wo man eben zwar keine Zinsen mehr bekommt, aber eben eine gewisse Sicherheit hat. Und zu guter Letzt werfen vielleicht auch hier die Ereignisse nächste Woche mit der anstehenden EZB-Sitzung schon ihre Schatten voraus. Da wird natürlich wieder viel erwartet, dass die EZB den Markt letztendlich ankurbelt, vielleicht neue Liquidität in den Markt bringt. Und da sind eben hohe Erwartungen und die werden hier auch in diesen hohen Notierungen irgendwo wieder dargestellt. Ja, und je höher der Bund-Future steigt, desto niedriger die Zinsen. Wenn er noch weiter steigt, müssten sie negativ werden. Gibt es da sowas wie eine natürliche Grenze? Ja, lange Zeit hat man das wirklich angenommen, ohne das stärker zu hinterfragen. Also wenn wir uns jetzt hier angucken, diese Entwicklung über die letzten 10 Jahre, da waren wir lange, lange entfernt von diesen Niveaus, wie wir sie gerade sehen. Und deswegen ist man lange davon ausgegangen, dass irgendwo bei 160, ja, das ist so eine Zahl, die durch den Markt gegeistert ist, Schluss sein müsste. Ist einfach zu verstehen bei einer fiktiven Bundesanleihe, die dem Bund-Future eben zugrunde liegt, die eben auch eine Laufzeit von 10 Jahren hat und eine Verzinsung von 6%, hat man sich ganz einfach gedacht, naja, 10 Jahre, 10 mal 6% sind 160, also muss bei 160 auch Schluss sein. Aber damals eben wusste man noch nicht, dass auch negative Zinsen ein echtes Thema, realer Thema werden können. Und so ist eben nach zusätzlich zu der Berechnung des Bund-Futures, da gibt es ein paar Besonderheiten, eben kommen zwei Umstände zusammen, dass eben auch Notierungen jenseits der 160, wie wir sie gerade erleben, locker möglich sind. Ja, und Bewegung ist auf jeden Fall drin, das sieht man hier gerade bei diesem 10-Jahres-Chart sehr gut. Wenn Trader darauf setzen wollen, was müssen Sie da beachten und wie geht das überhaupt? Ja, also tatsächlich ist ordentlich Bewegung drin über die letzten 10 Jahre. Man kennt es, man sieht, es ist quasi nur in eine Richtung gegangen. Aber trotzdem sind die absoluten Bewegungen, die wir hier sehen, relativ gering gesehen. Ja, also das heißt, man kennt hier nicht so große prozentuale Zuwächse, wie man das vom Aktienmarkt in die eine oder in die andere Richtung kennt. Deswegen ist der Bund-Future-Markt schon auch ein Markt, der sehr gerne auch bespielt wird mit Hebelprodukten, also mit Turbo-Optionsscheinen oder Open-End-Turbos. Und das ist letztendlich auch ein Instrument, mit dem man sich mal beschäftigen sollte, wenn man hier auf weiter steigende Notierung beim Bund-Future oder dann eben vielleicht jetzt letztendlich auch mal kurzfristig mal wieder auf fallende Notierung setzen möchte. Das ist ja immer so eine Sache mit den Zinsen und den Anleihen. Das eine geht hoch, das andere runter. Wann geht man dann eigentlich long und wann geht man short? Ja, es ist, wie Sie schon sagen, es ist genau andersrum. Also wenn der Bund-Future steigt, ja, das ist ja wie gesagt eine Anleihe, wenn die Notierung dieser Anleihe steigt, dann bedeutet das implizit, dass die Zinsen fallen, also dass das allgemeine Zinsniveau fällt. Wer also an steigende Zinsen glaubt, der muss auf einen fallenden Bund-Future setzen. Also wer der Meinung ist, jetzt nahe der Nulllinie muss jetzt irgendwann mal Schluss sein, der muss eben jetzt hier sagen, auf einen fallenden Bund-Future setzen. Wer eben glaubt, dass die Zinsen weiterfallen, dass die EZB weiter die Schleusen öffnet, der muss eben sich hier mit dem Trend positionieren und darauf setzt, dass der Bund-Future vielleicht Richtung 170 marschiert. Wenn ich hier mal genau schaue auf den Chart, dann geht es natürlich gerade für Trader, ich gehe mal vielleicht auf den Jahreschart zurück, immer um ein paar entscheidende Marken, auf die Trader gerne setzen. Was sind denn im Moment die Kursmarken, die beim Bund-Future interessant sind? Also wir bewegen uns gewisserweise gerade in einem sogenannten Uncharted Territory, ja, also da, wo vorher noch nie ein Mensch gewesen ist, könnte man sagen. Deswegen muss man natürlich erstmal auf der Unterseite schauen, wo sind zuletzt Stop-Marken gewesen. Ja. Und das ist hier im Bereich von 165,51 wäre zum Beispiel eine Marke, die man hier in diesem Bereich irgendwo sehen kann, wo man hier vielleicht etwas höher, wo man hier einen Stop setzen könnte. Und auf der Oberseite, naja, da wird es halt schwierig, Kursziele zu ermitteln oder vielleicht auch Niveaus zu ermitteln, von denen ich eine Short-Position ausgehend ansetzen möchte. Man könnte sich da glatter Beträge bedienen. Ja, man redet hier oft von psychologisch wichtigen Marken. Also könnte es zum Beispiel knapp über 170 interessant sein, sich zu positionieren. Und ansonsten ist es eben auch so, dass wir hier eine Art Trendkanal haben auf der kurze Sicht, wo man sagen könnte, naja, wenn es in diesen Trendkanal zurückfällt, dann wäre das auch erstmal ein Zeichen, dass wir uns kurzfristig wieder nach unten orientieren können. Also insofern muss man da mal genauer auf den Chart gucken, wo waren wir zuletzt, denn so viele Marken haben wir in dieser Region halt noch nicht erklommen. So wie bei anderen Basiswerten kann ich natürlich dann auch beim Bund-Future einmal auf Optionsscheine zurückgreifen, um gehebelt zu investieren oder zu traden oder auch auf Knockout-Produkte. Was
eignen sich denn gerade für den Basiswert Bund Future besser? Ja, das ist natürlich immer auch eine Frage des persönlichen Ermessens, aber wir sehen eben an den Umsätzen, dass die Mehrzahl der Marktteilnehmer sich doch schon stark mit den Knockout-Produkten, also mit den Turbo-Optionsscheinen beschäftigt. Die sind in ihrer Preisbildung eben auch relativ gut nachzuvollziehen, weil man da eben sagen kann, jeder Tick, den der Bund Future in die eine oder andere Richtung macht, bedeutet für mich als Anleger eben einen Cent Gewinn oder Verlust. Das heißt, dieses Austauschverhältnis zwischen Preisveränderung einerseits beim Bund Future und Preisveränderung bei mir im Depot mit den Turbo-Optionsscheinen ist sehr, sehr gut nachvollziehbar. Deswegen sind die Anleger eben sehr gerne hier auch mit Hebelprodukten aus dem Bereich der Knockout-Produkte unterwegs. Ja. Der Chart birgt ja auch eine gewisse Gefahr. Es könnte auch trügerisch sein, dass man sagt, nach oben hin geht es irgendwann nicht weiter, was wir gerade diskutiert haben mit der natürlichen Grenze. Und könnte viele darauf zu verleiten, zu sagen, ich setze auf einen fallenden Bund-Future, aber es geht ja nicht weiter nach oben. Das haben in der Vergangenheit sicherlich viele schon gedacht, aber vielleicht nicht immer die richtige Überlegung. Genau, also diese Überlegung von den 160, die da durch den Markt gegeistert hat, als natürliche Begrenzung, die hat sicherlich den einen oder anderen in einer trügerischen Sicherheit bewogen. Deswegen, das sollte man einfach mal für alle Zeit vergessen. Wer will, kann sich da auch im Internet ein bisschen näher einlesen. Aber um es mal kurz zu machen, es gibt keine natürliche Obergrenze. Die Zinsen können auch stärker als 25 oder 30 Basispunkte ins Negative fallen. Also von der Seite her muss man da eben schauen. Man muss sich eher andere Instrumente bedienen. Man muss einfach sehen, dass die Dynamik, die wir hier zuletzt gesehen haben, die kann einfach naturgemäß nicht auf lange Zeit durchgehalten werden. Das ist einfach unnormal, so lange, so steigende Kurse zu haben, weswegen man eigentlich sagen kann, ja, irgendwann wird es vielleicht mal eine Gegenbewegung geben. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang ist eben auch das Beobachten jetzt der EZB-Sitzung am 10. März nächster Woche. Bis dahin werden wir vielleicht noch so eine Pattsituation haben, weil alle darauf warten, was passiert da jetzt eigentlich? Und danach wird man vielleicht sagen, buy the rumor, sell the fact. Also vielleicht ist es die ganze Zeit bis zu dieser Sitzung hochgegangen. Vielleicht kommt danach eben dann auch mal eine gesunde Gegenbewegung. Was gibt es denn beim Bund Future als Basiswert sonst noch an Besonderheiten, die man kennen sollte? Ja, man könnte es schon fast am Namen erkennen. Also immer wenn Anleger sich mit Future-Kontrakten beschäftigen, dann muss so eine kleine Warnlampe angehen, dass man sagt, ah, Moment mal, bei Future, da war doch was. Future haben eben die Eigenschaft, dass sie irgendwann fällig werden. Eine Daimler-Aktie, die läuft erstmal theoretisch unbegrenzt. Ein Future-Kontrakt, der wird irgendwann immer fällig. Beim Bund Future sind das eben 3 Monate Laufzeit, also März, Juni, September, Dezember verfallen diese Kontrakte. Das heißt also, wenn ich eine mittel- bis langfristige Spekulationsposition jetzt eingehen möchte, dann muss ich mir 2 Sachen im Klaren sein. Zum einen, wenn ich also über ein Produkt nachdenke, was eine theoretisch unbegrenzte Laufzeit hat, die werden oft dann als Open-End-Turbos zum Beispiel bezeichnet, dann muss ich wissen, dass eben beim Verfall dieses Future-Kontrakts das Produkt auf den nächstfälligen Future-Kontrakt angepasst wird. Man spricht da von einem sogenannten Rollvorgang. Dieser Rollvorgang ist erstmal für den Anleger ohne Vor- und Nachteile zu sehen. Er erfolgt gewisserweise kostenneutral. Aber man muss eben aufpassen, wenn man sich die Kontrakte dann im Internet oder bei NTV anschaut, dass man eben sieht, dass es da auch zu Sprüngen kommen kann. Das muss man einfach wissen. Der zweite Punkt ist, wenn ich Produkte nutze mit einer endlichen Laufzeit, also klassischen Turbo-Optionsschein, die beispielsweise bis Dezember diesen Jahres laufen, da muss ich natürlich mir darüber im Klaren sein, dass mein Kontrakt, auf den sich mein Turbo-Optionsschein bezieht, ein anderer ist als der, der beispielsweise unten im Laufband bei NTV dargestellt wird, weil das einfach 2 verschiedene Fälligkeiten sind. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Die verschiedenen Fälligkeiten sind jetzt wo? Wo liegen die unterschiedlichen Fälligkeiten? Ja, es gibt ja verschiedene Future-Kontrakte, also den Bund-Future mit Fälligkeit März, den Bund-Future mit Fälligkeit Juni. Wenn ich ein unendlich laufendes Produkt nehme, dann bezieht sich das immer auf den nächstfälligen Kontrakt. Und das ist das, was wir im Laufband haben? Ganz genau, richtig. Ja. Das ist immer natürlich aus Aktualitätsgründen, dass man was jetzt als nächstes fällig wird. Wenn man aber ein Produkt aussucht mit einer begrenzten Laufzeit, dann muss ich das natürlich auch auf den Future-Kontrakt beziehen, der in der Nähe der Fälligkeit des Turbo-Optionsscheins liegt. Und das könnte zum Beispiel beim Turbo-Optionsschein mit Fälligkeit Dezember auch der Dezember-Kontrakt sein. Und der Dezember-Future-Kontrakt vom Bund Future und der März-Future-Kontrakt vom Bund Future werden unterschiedliche Preise haben. Und deswegen muss man dann eben als Anleger auch darauf achten, dass man eben den richtigen Future-Kontrakt beobachtet, in Abhängigkeit davon, welches Produkt ich auswähle. Ja, also ähnlich wie beim Öl, da kennen wir das ganz auch. Genau. Interessant ist, dass solche Gesetzmäßigkeiten auch hier beim Bund Future eine Rolle spielen und dass hier Preissprünge stattfinden können, die man sonst bei Anleihen gar nicht unbedingt vermutet. Also das ist definitiv ein sehr, sehr guter Hinweis. Christian Kücker, ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne. Und ja, meine Damen und Herren, schauen wir mal, wie es weitergeht, ob die Zinsen nicht doch noch ins negative Terrain fallen und was das dann für den Bund Future bedeutet. Man denkt zwar, es kann kaum noch neue Rekorde geben, aber wir haben jetzt gerade diese Woche wieder gesehen, doch, es geht. Auch der Bund Future kann noch mal ein neues Top ausbilden. NTV, der Nachrichtensender.